Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, ich habe wieder eine Menge Geld gesammelt. Heute werden wir weitermachen mit der Eroberung. Heute würde ich gerne ganz Europa übernehmen. Also zumindest den Rest, den wir von Europa haben. Ich habe wieder eine Million Münzen gesammelt. Ja, und das haben wir hier schon erreicht. Wir haben einen Großteil Westeuropas übernommen. Heute würde ich gerne auf jeden Fall Großbritannien und Irland und hier oben auch Island angreifen. Ich würde sagen, wir reden nicht lange drum herum. Großbritannien hat natürlich ein starkes Militär. Da holen wir uns auf jeden Fall die Rebellen. Und dann greifen wir es auch an. Attacke. Und da schießen sie sich alle ab. Das Militär ist halt fast genauso stark wie das von uns. Aber wir haben natürlich noch die Rebellen dazu, die vorneweg schon kämpfen. Ja, während die sich noch die Köpfe einschlagen. In der Zwischenzeit hatte ich ziemlich viele Probleme mit den Rebellen hier in Spanien. Die haben nämlich dauernd versucht, das lokale Militär fertig zu machen. Und da haben wir es auch geschafft. Großbritannien haben wir auch übernommen. Und dann kriegen wir jetzt natürlich wesentlich mehr Geld. Müssen das Militär natürlich auch verbessern hier. Damit die Rebellen nicht auch noch hier alles angreifen. Dann müssen wir hier auch alle wieder aufs Maximum bringen. So, 100 von 100. Ich bin jetzt schon wieder fast 200.000 Münzen los. Aber egal. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, Großbritannien haben wir. Jetzt nehmen wir uns Irland vor. Hat nicht so ein starkes Militär. Das sollte eigentlich recht schnell vorbei sein. Ja, die verlieren ziemlich schnell an Stärke. Die Luftwaffe ist schon fertig. Und da haben wir gewonnen. Ich schaue mir das eigentlich nicht so genau an, weil wir eigentlich schon alles haben. Ja, Kriegsbericht Irland, Kriegsbericht Großbritannien. Haben wir alles. Auch wenn es hier nicht nötig ist, mache ich mal das lokale Militär noch. So. Dann wieder zum eigenen Militär. Wieder eine ganze Menge Geld ausgeben. So, noch die Luftwaffe. Dann kommt Island dran. Da haben wir Island schon. Das Militär hier ist sehr schwach. Oh, ich kann hier noch schnell die Rebellen einschalten. Wow, ich habe direkt gewonnen. Und hier gibt es nur diese Aluminium-Erzminen. Ist ein bisschen wenig, aber naja, ist ja auch nicht besonders groß und stark. Ja, da haben wir auch Island.
Gehen wir mal kurz in die Satellitenansicht. Wir haben jetzt Westeuropa inklusive Grönland eingenommen. Dann würde ich sagen, widmen wir uns als nächstes der Schweiz. Aber vorher würde ich noch gerne das Militär hier wieder auf allerhöchste Stufe bringen. So. Das war's, oder? Ja, das war's. Da haben wir die Schweiz. Ich glaube, ja, wir brauchen nur noch ein Land für die nukleare ICBM-Forschung. Dann können wir 150 Schaden hinzufügen. Die fahren ja jetzt natürlich den ganzen Weg außen rum. Was ein bisschen, naja, unnötig ist. Und da geht natürlich das Militär ziemlich schnell kaputt. Die haben nicht mehr eine Marine. Deshalb werden wir hier auch keinen Schaden bei uns haben. Und dann haben wir es auch schon. Ich habe den Krieg gewonnen. Wir ziehen uns zurück. Oh, und in Frankreich haben wir jetzt die Rebellen wieder. Rebellen-Update, Frankreich. Die werden dann natürlich gleich angreifen wollen. So, das Militär mal wieder auf Vordermann bringen. 100, 100. Wir haben nur 30. Dann müssen wir das natürlich wieder erhöhen. Und was sagt die nukleare ICBM-Forschung? Code abrufen. 699. Okay. 699. Zielland auswählen. Vielleicht warten wir noch damit ein bisschen. Weil ich weiß nicht, welches Land ich jetzt gerne bombardieren würde. Ich glaube, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Unser Militär ist Topform, okay. Dann noch die Rebellen wieder. Dann greifen wir auch Italien an. Oh, und hier haben wir jetzt die Rebellen. Jetzt haben wir doppeltes Geschieße. Ja, die Rebellen haben wir vernichtet. Da können wir gleich wieder das lokale Militär verbessern. Und, ja, sieht nicht so gut aus für Italien. Wir haben natürlich auch eine Menge Verluste. Aber wir haben hier auch die Rebellen dazu gehabt. Deshalb sollten wir auch recht schnell gewinnen. Ja, und da haben wir auch Italien. Teigwaren, Schuhe, Weingut, Medikamente und Autos. Hier noch das lokale Militär verbessern. So, und dann wieder das eigene Militär. Die haben ja auch natürlich ziemlich gelitten. So, die Luftwaffe noch. Und dann gehen wir mal nach Norwegen. Hier natürlich auch die Rebellen mitnehmen.
Dann haben wir hier oben auch noch ziemlich gut an Land gewonnen. Ja, die Armee nimmt natürlich ganz schnell ab. Wir kämpfen auch hier oben. So, dann Petroleum, Erdölprodukte, Werft und Fischmarkt. Haben wir alles erhöht. Das lokale Militär hier noch. Dann wieder das eigene Militär. Na, hier fehlt kaum was. Ist fast alles da. Man muss eigentlich nur die Hälfte der Zeit handeln, die andere Hälfte der Zeit angreifen. So, dann holen wir uns noch Schweden. Finnland erstmal nicht, weil das halt unter der Macht von Russland steht. Deshalb würde ich gerne erstmal Russland angreifen. Hier gibt es nämlich so ein koloniales Militär. Da die Stärke 25. Die geben dann natürlich Finnland zusätzliche Stärke. Und das mag ich nicht so gern. Hier. Ja, da haben wir auch gewonnen. Ging ziemlich schnell vorbei. Papier erhöhen, Sägewerk, Medikamente, Autofabrik. Dann haben wir hier noch das lokale Militär wieder. Oh, und ich habe kein Geld mehr. Das ist natürlich nicht so toll. 7000. Gut, dann handle ich halt noch ein bisschen. Oh, hier gibt's nichts. Pferde. Die kann man in Italien gut verkaufen. Da. Ach, stimmt ja, ich habe nur... ich kann ja nicht alles kaufen. Ist natürlich ein bisschen doof. So, dann gehen wir mal... Wo war das? Ich glaube, das war Südkorea. Rebellen. Rebellen haben mir was geklaut. Eine undefinierbare Zahl. Die greifen dann natürlich gleich an. Verkaufen. Kaschunüsse. Elfenbein. Damit fahren wir dann mal nach zu den Vereinigten Staaten. Und da verkaufen wir auch das Elfenbein. Noch einen kleinen Flugzeugabsturz. Gibt ja auch einiges an Geld. Ja, hier gibt es nichts zu verkaufen oder zu kaufen. Ja, es reicht immer noch nicht. Wein. Kaufen wir uns ein bisschen was. Noch eins. Und das kann man in der Türkei gut verkaufen. Man muss es sich einfach merken oder aufschreiben. So, dann fahren wir wieder nach Italien. Hier gibt's nichts. Dann vielleicht mal nach Deutschland wieder zurück. Seide. Da muss ich echt mal überlegen, wo kann man gut Seide verkaufen? Großbritannien. Da wird gerade gekämpft. Tatsächlich weiß ich nicht, wo man Seide verkaufen kann.
Nee, ich glaube, hier war es nicht. Südafrika war es auch nicht. Rebellen in Großbritannien vernichtet, ja. Seide. Ich glaube, Spanien war es. Ich bin mir nicht sicher. Deshalb lohnt sich aufschreiben. Ja, Spanien war es. Jetzt haben wir natürlich hier ein geschwächtes Militär, was wir leider wieder aufrüsten müssen. Dann fahren wir nochmal nach Italien. Da gibt's auch nichts. Ja, in die Türkei. Schafe. Hier gibt's Schafe, die kann man in Indonesien gut verkaufen. Wir kriegen auch so ziemlich viel Geld zusammen. 51 Münzen pro Sekunde. Wir brauchen eigentlich kaum noch handeln. Generell lohnt es sich kaum zu handeln. Man müsste einfach warten. So, wieder nach Spanien mit der Seide. Und da verkaufen wir auch die Seide und holen uns ein bisschen Silber. Und dann fahren wir wieder über den großen Teich und verkaufen da unser Silber. Unser Militär ist ziemlich geschwächt. Ich würde trotzdem gerne nochmal irgendwo angreifen. Polen, Nöb, Österreich, 56 und 50. Was haben wir hier? 39 und 40. Tschechien hat nur 35 von der Armee her. Ja, dann machen wir mal Tschechien. Warum auch immer die jetzt außen rumfahren. Die hätten einfach nur da lang laufen müssen. Das war jetzt ein bisschen sehr unnötig. Oh nein. Ah, es gibt ja noch ein koloniales Militär. Okay. Das habe ich natürlich übersehen. Ja, okay, wir haben verloren. Zurückziehen. Ah, das war jetzt ein bisschen dumm. Hätte ich nicht machen sollen. So, hier haben wir das noch. Und hier haben wir das noch. Was natürlich nicht geht. Noch ein Flugzeugabsturz. So, wo ist das Schiff? Da. Das habe ich ja eben erst hierher gerufen. Salz. Salz ist immer gut. Das kann man gut in Brasilien verkaufen. Hoch. Was war das? Okay. So, dann fahren wir mal nach Brasilien. Und verkaufen ein bisschen was. Opium. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich weiß, dass man es gut verkaufen kann. Und zwar in China. Der Weg dauert jetzt natürlich ein bisschen, aber es geht trotzdem recht schnell. Ja gut, wir haben auch schon fast 20 Minuten voll. Deshalb würde ich sagen, ich lasse das jetzt erstmal so. Ich würde aber hier gern noch das da erhöhen. Wird mir natürlich nicht erlaubt. Italien, Rebellen-Update. Na gut, die haben ja in Italien auch Geld geklaut. Ja, leider.
Ja, da werde ich wieder ein bisschen handeln müssen. Und bis zur nächsten Folge werde ich natürlich wieder eine Menge Geld sammeln. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.